Hallo und herzlich willkommen zum Was geht ab Flash. Mein Name ist Arne und das ist passiert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat jetzt den Tod von russischen Soldaten zum Staatsgeheimnis erklärt. Das gilt jetzt sowohl für Tode in Kriegs- als auch in Friedenszeiten. Bis jetzt waren nur die Verluste während eines Krieges geheim. Jetzt darf also nicht mehr öffentlich darüber berichtet werden, wenn bei einem Spezialeinsatz Militärangehörige sterben. Ein Verstoß dagegen, also wenn man Staatsgeheimnisse öffentlich macht, das kann mit bis zu 7 Jahre Gefängnis bestraft werden. Kritiker befürchten jetzt, dass dadurch die Berichterstattung auch in der Ukraine schwieriger wird, vor allem was die Tode von russischen Soldaten da angeht, wobei es sie natürlich offiziell nicht in der Ukraine gibt, beziehungsweise wenn, dann sind sie freiwillig da. Aber sowohl die ukrainische Regierung als auch Mütter von russischen Soldaten und auch Medien haben immer wieder auf Fälle von getöteten russischen Soldaten in der Ukraine hingewiesen und die Berichterstattung darüber soll eben jetzt schwieriger werden oder komplett unterbunden werden. 3 kleinere Updates, fangen wir an mit dem FIFA-Skandal, denn die Korruptionsaffäre weitet sich zurzeit immer weiter aus. Heute findet auch in Zürich die FIFA-Konferenz statt, da soll der bisherige Chef Josef Blatter eigentlich wiedergewählt werden, trotz Kontroversen und trotz dem Widerstand, der sich auch gegen ihn innerhalb der Reihen der FIFA bildet. Die Konferenz musste heute Mittag auch kurzzeitig unterbrochen werden wegen einer Bombendrohung. Ungefähr 11 Uhr musste der FIFA-Saal geräumt werden, inzwischen läuft die Konferenz aber wieder. Eine Bombe wurde auch nicht gefunden. Wir fassen für euch nachher im Rewind nochmal zusammen, was bis jetzt in der FIFA-Affäre alles passiert ist. Heute ist der britische Premierminister David Cameron zu Gast in Berlin bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er ist momentan in Europa unterwegs, um sich für Reformen der EU einzusetzen. Hintergrund ist das Referendum, mit dem Großbritannien im Jahre 2017 darüber entscheiden möchte, ob man in der EU bleiben möchte oder eher nicht. Jetzt versucht Cameron, Zugeständnisse von anderen EU-Ländern zu erreichen, zum Beispiel was die Beschränkung von Einwanderung aus anderen EU-Ländern nach Großbritannien angeht. Angela Merkel will Großbritannien auf jeden Fall in der EU behalten, deswegen ist jetzt die Frage, inwieweit sie sich auf die Forderungen von David Cameron einlässt. In der Türkei wird am 7. Juni das Parlament gewählt. Wenn ihr türkische Staatsbürger seid, da könnt ihr auch jetzt schon hier in Deutschland wählen gehen. Und das tun auch ziemlich viele Türken. Bis jetzt liegt die Wahlbeteiligung schon 4-mal höher als noch bei der Präsidentenwahl im letzten Jahr. Nach Umfragen entfallen momentan ungefähr 50% der Stimmen auf die Regierungspartei AKP und 14% zum Beispiel auf die Kurdenpartei HDP. Wenn die AKP deutlich gewinnt, dann wird sie wahrscheinlich die türkische Verfassung ändern und dann würde der amtierende Präsident der Türkei Erdogan auch von der AKP mit deutlich mehr Macht ausgestattet. Brüssel verklagt Berlin und zwar wegen unzureichender Kontrollen an deutschen Flughäfen. Schon letztes Jahr haben EU-Prüfer an den Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf versucht, Waffen und andere gefährliche Gegenstände in einen Flieger zu schmuggeln, was ihnen zum Teil auch gelungen ist. Die EU hatte damals schon auf diese Mängel hingewiesen, seitdem ist aber anscheinend nichts passiert. Damit verstößt Deutschland gegen EU-Regeln und deswegen will jetzt auch die EU-Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Das deutsche Innenministerium sieht da aber keinen Grund für, es würde ausreichend Sicherheit geben und auch wenn es eine Klage geben würde, würde das nicht automatisch bedeuten, dass die deutschen Flughäfen nicht sicher seien. Wenn Deutschland wirklich von dem Gericht verurteilt wird, dann droht eine große Geldstrafe. Das mit den Waffen im Flugzeug sollte auf jeden Fall nicht passieren können. Da fragt man sich echt, wie das noch möglich ist. Genauso wie wenn Flugzeuge einfach so verschwinden. Darum geht es auch hier in diesem Short. Und hier haben wir noch mehr zum etwas umstrittenen türkischen Präsidenten Erdogan für euch. Ja, was haltet ihr von den Plänen von Putin? Regen sich die Leute im Westen völlig unnötig auf? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Kleiner Hinweis noch, auch auf Instagram machen wir immer aktuelle News für euch. Auf jeden Fall da unseren Account abonnieren. Der ist auch noch in der Infobox verlinkt. Jetzt wünsche ich euch aber ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.